Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Update zur Campi Flegrei. Wir haben den 21.05.2024. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video werden wir uns über das aktuelle intensivierte Schwarmbeben unterhalten, was sich seit gestern dort im Bereich von Pozzuoli manifestiert. Und wir werden uns im Allgemeinen über die aktuelle Situation unterhalten. Das heißt, was dort aktuell für Entscheidungen getroffen werden, was dort unternommen wird. Denn wir haben leider Gottes auch sehr viele beschädigte Häuser und auch die Infrastruktur ist beschädigt. Also schön dranbleiben. Wir beginnen mit den aktuellen Daten der Flegreischen Felder. Wir haben seit gestern über den gesamten Tagesverlauf, also seit der Nacht auf den 20.05.2024, einen beginnenden Erdbebenschwarm. Unter anderem manifestierte sich gestern um 19.51 Uhr das erste stärkere Beben mit der Magnitude 3,5 in 2,8 Kilometern Tiefe. Und das Ganze fand etwas nordwestlich der Solfatara statt. Dann gut 20 Minuten später hatten wir ein Erdbeben der Magnitude 4,4 in 2,8 Kilometern Tiefe. Und das ist dann schon wieder ein Erdbeben, wo die Menschen dort unten Panik bekommen. Und das ist auch berechtigt, denn es sind durch das Erdbeben sehr viele Schäden an der Infrastruktur entstanden und auch viele Meldungen gehen ein bei uns auch in den Facebook-Gruppen. Würde ich euch unter anderem empfehlen, euch da anzuschließen. Da haben die Menschen sehr viele Bilder gepostet, auch von Überwachungskameras aus Supermärkten und sowas. Und das war wirklich eine sehr, sehr starke Erschütterung. Und die war in einem Umkreis von ungefähr knapp 20 Kilometern zu spüren. Und das zog sich dann auch somit über Neapel bis an den Fuße des Vesuvs. Bis dorthin war das Erdbeben zu spüren und es sind, wie gerade schon mal erwähnt, einige Schäden entstanden. Die Behörden haben jetzt unten vor Ort einige Maßnahmen getroffen. Unter anderem wurde auch hier in dem Bereich vom Hafen von Pozzuoli ein Versorgungscamp aufgebaut. Dort konnten sich die Menschen anschließen, die sehr viel Angst hatten und die Behörden sind auch dort vor Ort gewesen und die Menschen konnten sich dort mit den Menschen unterhalten und unter anderem wurden sie dort auch versorgt. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was das nächste Bulletino des INGVs sagt. Unter anderem haben wir eine beschleunigte Bodenhebung, die seit April 2024 auch anhält. Wir haben aktuell gut 30 mm pro Monat und vorher waren es ungefähr gut, ja, so 10 bis 11 mm pro Monat. Das heißt, wir haben hier eine Bodenhebung, die sich ungefähr um das Dreifache beschleunigt hat. Und das kann wirklich schon Panik machen. Wir haben hier in der kleinen Hafenbucht, kann man diese Bodenhebung sehr gut nachvollziehen. Denn dieses Becken liegt schon so gut wie frei. Es ist kaum noch Wasser drin. Die Boote stehen hier auf Grund. Ja, und da kann man es sehr gut nachvollziehen. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, aufgrund dieses starken Erdbebenschwarms, was jetzt gut aus 150 Erschütterungen insgesamt besteht, wie sich das jetzt auf die Daten der Flegreischen Felder ausübt. Ja, wir haben unter anderem hier die Pischiarelli-Fumarole direkt im nordöstlichen Teil der Solfatara, also am äußersten Kraterrand. Das ist die aktivste Fumarole und die hatte laut des letzten Bulletinos vom 6. bis zum 12. Nee, Entschuldigung, das war jetzt das letzte gewesen, der Überwachungszeitraum vom 12. bis zum 18. ist das jetzt, meine ich, gewesen. Dort hatte die Fumarole eine Temperatur gemessen in 5 Metern Entfernung, eine Temperatur von gut 95 Grad. Und jetzt haben wir den aktuell seismische Krise, ja, also wirklich eine intensive seismische Krise, ja, und ich bin jetzt wirklich da mal gespannt, wie sich das Ganze auch auf die Aktivitäten der Fumarolen ausübt und auch auf die Bodenhebung. Wir haben ja hier in dem Bereich, wo ich gerade gewesen bin, drüben im Golf von Pozzuoli, also hier am Hafen von Pozzuoli, haben wir das Rite-GPS. Das zeichnet die stärkste Bodenhebung auf und da auf diesem GPS kann man sehr gut erkennen, wie beginnend seit 2005 der Boden sich gehoben hat und seit 2011 sich intensiviert hat und jetzt wieder im Jahre 2024 sich nochmal intensiviert hat. Ja, also diese Kurve wird immer steiler und jetzt hatten wir einen rapiden Anstieg auf das Dreifache der Bodenhebung im Monat und das ist wirklich schon enorm.
Ja, und jetzt müssen wir dort abwarten, was dort weiter passiert. Ich werde euch dazu natürlich auf meinem Kanal auch weiter auf dem Laufenden halten. Und die Behörden haben jetzt auch aufgrund dessen einige Maßnahmen getroffen. Das INGV ist auch schon unterwegs und auch der Katastrophenschutz ist vor Ort und versorgt da noch die sehr, 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 sehr ängstlichen Bürger. Die haben sich unter anderem gestern auch im Bereich der Fluchtwege aufgestellt, ja. So, das ist aber jetzt noch nicht dort zur Evakuierung gekommen, na, aber die Menschen haben sich dort schon positioniert, um eine eventuelle Flucht direkt halt dabei zu sein. Ja, also sie haben sich direkt an den Fluchtwegen aufgestellt, aber die Behörden haben dort die Menschen vor Ort auch etwas beruhigt und das wird jetzt alles momentan untersucht. Und ich wollte gestern Abend eigentlich noch ein Update rausbringen, aber da waren mir die Daten tatsächlich noch so unsicher, denn das 4,4 Erdbeben war vorher ein 4,0 in 10 Kilometern Tiefe und hatte sich im Bereich des Golfes von Pozzuoli, also hier draußen auf dem Meer, manifestiert. Ja, so, und dann hat sich das aber auch ganz schnell wieder aktualisiert. Also man sollte mit diesen Daten auch immer etwas vorsichtig sein. Ich warte immer tatsächlich ein paar Stunden, bis auch diese Erdbeben vom INGV bestätigt sind. Denn dann kann man auch wirklich sichere Updates machen. Weil hinterher heißt es dann, ey Patrick, das ist aber jetzt ein 4.4 oder ein 4.8 oder sonst irgendwas. Ja, und deswegen warte ich da auch immer gerne ein paar Stunden. Ihr habt auf meinem Kanal auch den Community-Beitrag gesehen. Also ich mache dann auch direkt Beiträge fertig und halte euch direkt auf dem Laufenden. Aber über die Updates kann man dann immer noch ein wenig die ganze Sache vertiefen und ich kann euch das alles noch ein wenig besser erklären. Ich habe auch gestern bei mir in den Facebook-Gruppen ein Video gefunden. Ja, ich blende euch das Video jetzt gerade mal hier ein. Das ist von der lieben Claudia. Und sie war hier am Averno-Kratersee unterwegs. Und dort wurde gestern, zu dem gestrigen Zeitpunkt, wo das stärkste Erdbeben der Magnitude 4,4 stattgefunden hat, in einer Tiefe von 2,6 Kilometern, wurden hier enorme Muffetten gesichtet. Also der See hat ordentlich ausgegast und fing ordentlich an zu blubbern. Ja, und die Menschen, die standen echt erstaunt an dem Rand des Sees. Ja, was es jetzt genau auf sich hat, wir haben natürlich eine beschleunigte Bodenhebung, das kann ein Kreislauf sein, das hängt irgendwie alles zusammen auch, ja, das heißt, wenn das Deckgestein unten auch im Bereich des hydrothermalen Systems immer weiter strapaziert wird und immer spröder wird, ne, können auch dadurch immer neuere Aufstiegswege entstehen, auch für die Ausgasung des Vulkans. Und wenn dort Risse im Untergrund entstehen in diesem Gestein, dann übt sich das Ganze auch auf Muffetten in einem See aus. Ja, das heißt, die Blubberblasen, die ihr dort dann erkennen könnt, das kann sich auch alles intensivieren. Ja, also da konnte man gestern schon eine Aktivitätssteigerung feststellen. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie sich auch die nächsten Stunden, also jetzt über den gesamten Tagesverlauf, ich werde da auf jeden Fall weiter dranbleiben, auch auf meinen Social-Media-Webseiten, wie sich das Ganze hier im Bereich der Solfatare jetzt auf die Pischiarelli-Fumarole ausübt. Ob es dort jetzt zu einem höheren Dampfaustritt kommt, ja, also zu einer höheren Gaskonzentration und zu einem höheren, ja, Dampfwolke, ne? Also die hat so im Durchschnitt immer so gut so 20, 30 Meter und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das Ganze eventuell dann auch erhöhen wird, dass wir dort vielleicht auch 50, 60, 70 Meter hohe Dampfschwaden sehen können. Allerdings können wir jetzt hier in diesem Moment noch nicht von einer kurz bevorstehenden Eruption sprechen. Es stimmt, laut der Studie hat sich in ungefähr 5 Kilometern Tiefe Magma angesammelt. Ja, und der Druck im gesamten Bereich des hydrothermalen Systems und im Bereich des Deckgesteins, also eigentlich des gesamten vulkanischen Systems, ist enorm hoch. Ja, und wenn solche Erdbeben entstehen, kann es auch sein, dass es entweder Spannungsbeben im Untergrund sind oder große Gesteinsbrüche. Das heißt, wenn jetzt unten Gestein bricht und solche Erdbeben entstehen im Untergrund, dass dadurch auch neue Aufstiegspfade frei werden können, wo sich das Magma durchquetschen kann bis an die Oberfläche. Das ist bis zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht bestätigt. Alle Behörden sind informiert. Das INGV ist mit sämtlichen Wissenschaftlern vor Ort und untersuchen die aktuellen Ereignisse. Ja, und ich werde euch diesbezüglich auf meinem Kanal auf dem Laufenden halten. Ich freue mich, dass ihr das Update bis hierhin geschaut habt. Ihr dürft mir gerne mal eure Sicht der Situation unten in die Kommentare reinschreiben, auch die Menschen, die da unten wohnen. Ich habe nämlich einige Zuschauer, die unten aus Pozzuoli und dem Umkreis der Phlegräischen Felder kommen, ob ihr das Beben gespürt habt und was ihr dort
erlebt habt. Ihr dürft gerne, wenn ihr mich und meine Arbeit noch nicht kennt, ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließen. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, ist kein Muss, könnt ihr aber gerne tun, dürft ihr auch eine Kanalmitgliedschaft auf meinem Kanal abschließen. Beginnend ab 2,99 Euro und geht dann hoch bis 4,99 Euro. Das bleibt euch alles selber überlassen. Auch dürft ihr gerne ein Abo auf den Kanälen meiner Partner dalassen. Einmal bei dem lieben Sven von Vulkantastisch und bei dem lieben Patrick von Apocalyptic Science. Da bleibt ihr zu diesem Thema auf YouTube auch immer auf dem Laufenden. Und wenn ihr auch mehr wissen wollt und noch tiefer in die Ereignisse, in die Geschehnisse rein wollt, dann dürft ihr auch gerne meine Infoseite vulkane.net besuchen von Marc Seglert. Dort wird täglich über diese Ereignisse berichtet, auch zu sämtlichen anderen Naturphänomenen weltweit. Und dieser Mensch leistet wirklich eine enorme Arbeit, um euch stetig immer auf dem Laufenden zu halten und das so schnell wie möglich. Ich bin raus an der Stelle, macht es gut, euer Patrick von Lido Produktion. Auf Wiedersehen.